Was geht und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Dies ist mein erstes Q&A heute und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ich habe euch heute gebeten, mir bitte auf Instagram und Snapchat Fragen zu stellen. Ich werde die heute für euch beantworten und ich würde sagen, legen wir los. Kommen wir zur ersten Frage. P.Gumpi fragt, hast du dir vor, mal ein Tattoo stechen zu lassen? Wenn ja, was genau und wo? Also vor habe ich jetzt mir eigentlich nicht ein Tattoo stechen zu lassen, aber ich finde Tattoos an sich voll cool und vielleicht lasse ich mir ja irgendwann mal eins stechen, aber wenn, dann auch wirklich nur ein richtig, richtig kleines am Knöchel oder so, wo es halt nicht auffällt. Und das müsste dann halt auch eine Bedeutung für mich haben. Ansonsten nein. Pauline Müller fragt, welches Land oder welche Stadt möchtest du auf jeden Fall einmal bereisen? Auf jeden Fall will ich unbedingt mal in die USA und dort vielleicht mal nach New York oder nach Los Angeles und die ganzen Städte halt dort ein bisschen abklappern. Ja, genau. Alicia fragt, was willst du später mal machen, was du jetzt aber noch nicht, was du dir jetzt aber noch nicht traust, beziehungsweise Fallschirmspringen etc. Also Fallschirmspringen will ich unbedingt mal machen oder irgendwas Bungee Jumping oder irgendwas Verrücktes auf jeden Fall mal. Ich bin ja auch übrigens der Achterbahn-Fan und alles Mögliche. Also das will ich auf jeden Fall machen. Noch eine Frage von Alicia, bist du zufrieden mit deinem Leben, so wie es momentan ist? Ja, eigentlich bin ich schon zufrieden mit meinem Leben, so wie es momentan ist. Und ja, was anderes kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Also ich bin eigentlich schon zufrieden. Und ich wünsche dir nochmal alles Gute, auch wenn ich das schon tausendmal gesagt habe. Trotzdem alles Gute zum Geburtstag nochmal. Kevin Kummero fragt, was sind für dich wichtige Sachen, die du zu deinem Leben dazugehören? Warum hast du mit YouTube angefangen und was machst du privat am liebsten? Sorry, erstmal, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Was sind für mich wichtige Sachen, die in meinem Leben dazugehören? Auf jeden Fall an erster Stelle meine Familie, meine Freunde. Warum ich mit YouTube angefangen habe? Ich hatte einfach Lust drauf. Ich habe mir so gedacht, ja, ich werde eh nie erfolgreich oder mehr als 100 Aufrufe haben oder so, was weiß ich. Das werden eh nur meine Freunde angucken. Und weil es mir einfach in erster Linie Spaß macht. An dieser Stelle auch danke dafür, dass mein Video von der Ostsee 1000 Aufrufe hat. Das ist echt krass. Was mache ich privat am liebsten? Ja, ich mache eigentlich viel privat. Also sportmäßig alles Mögliche. Inliner fahren, Waveboard fahren, Joggen gehen. Halt alles, was mit Sport zu tun hat, mache ich gerne. Und Freunde natürlich. Ja. Lea Schröder fragt, und wie bist du dazu gekommen, mit YouTube anzufangen? Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Also ja. Noch eine Frage von ihr. Warst du schon mal auf einem Konzert? Ja, ich war schon oft auf einem Konzert. Wir werden auch nächstes Jahr in Berlin auf Katy Perry Konzert gehen. Da gibt es auch ein Video. Ich freue mich auf jeden Fall schon übelst drauf. Susas beste Freundin fragt, würdest du lieber eine Woche lang nicht duschen oder dir eine Woche lang nicht schlafen? Dann würde ich lieber eine Woche lang nicht duschen, weil eine Woche lang nicht schlafen, das geht gar nicht, glaube ich. Geht das überhaupt? Schreibt es mal in die Kommentare, ob das überhaupt geht. Mr. Freshlight fragt, hast du eine Lieblingsband-Sänger? Nein, ich habe keine Lieblingsband und auch keinen Lieblingssänger. Ich höre alle möglichen Scheiß, die es auf dieser Welt gibt, echt. Und ja, natürlich auch dank meinem Bruder Katy Perry. Anna Zafra, kannst du mein Snapchat Q&A machen? Ja, kann ich machen. Und dann nochmal, was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist natürlich, dass ich in erster Linie oder dass wir gesund bleiben. Und noch ein richtig großer Wunsch ist für mich, Moped zu fahren, endlich meine eigene Sinne zu haben. Und Grüße gehen raus an meine Klasse und an Sarah, die mich jeden Frühjahr tragen muss, wenn ein Moped kommt. Ich raste komplett aus. Ja, das ist so erstmal dann mein zweitgrößter Wunsch, den ich mir erfüllen werde, hoffentlich bald. Ja. Emilia fragt, wie hast du deinen Kaninchen die Tricks beigebracht? Ja, also dazu, ich habe ihnen die eigentlich gar nicht beigebracht. Das liegt, glaube ich, daran, weil Mozart ist ein Einzelhäschen, also er hat nicht noch ein Häschen mit bei sich, ein Freund. Und dadurch, dass ich mich so viel mit ihm beschäftige, glaube ich, liegt es einfach daran, weil er verhält sich manchmal wirklich wie ein Mensch. Er springt auf die Couch hoch, legt sich zu mir,
Er ist so, oh mein Gott, ich liebe ihn einfach. Also wie gesagt, ich beschäftige mich so viel mit ihm, deswegen kann er das, denke ich mal, auch. Und wenn man sich auch mit diesem Tier intensiv beschäftigt, ja, klappt das nach einer Weile auch einfach. Und die meisten Tricks hat er einfach von selber irgendwann gemacht. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall mit den YouTube-Fragen fertig. Jetzt wechseln wir zu den Snapchat-Fragen. Die kann ich euch aber leider nicht einblenden. Die wird jetzt auch mein Bruder vorlesen, weil er die irgendwie raussucht. Wir machen das auch über sein Handy, weil meins kein Akku hat. Nina fragt, investierst du viel Zeit für YouTube und wer hat deine Unterstützung? Also viel Zeit will ich jetzt nicht sagen, aber ich investiere schon einiges an Zeit in YouTube. Meine größte Unterstützung ist mein Bruder, der auch die Videos zum Teil alle schneidet. Ja, folgt ihm alle auf Instagram und @dina auf Snapchat. Angelina fragt, wen magst du mehr, Nino oder Angelina? Angelina! Angelina fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, deswegen. Marie fragt, ist das euer Hund, den ich mal in dem Vlog gesehen habe? Ja, das ist unser Hund. Lennart fragt, was war das Schönste in Berlin und wie lange seid ihr gefahren? Also wir sind 6 Stunden, glaube ich, gefahren, weil wir hatten noch ein bisschen Stau. Das Schönste in Berlin war so Brandenburger Tor und die Stadt an sich ist echt toll. Berlin ist echt schön. Berlin hat aber auch viele graue Ecken, muss ich sagen. Also für mich persönlich hat es eigentlich der Fernsehturm nicht so wirklich beeindruckt. Ich weiß nicht, das war so grau alles und... Aber im Groben und Ganzen fand ich Berlin echt schön. Auch zum Shoppen, oh mein Gott, da geht jedes Frauenherz auf. Sarah fragt, was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach in der Schule? Was ist mein Lieblingsfach in der Schule? Also kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich hasse alles. Nein, also ich weiß nicht. Mein Lieblingsfach in der Schule. Dann würde ich eher noch Chemie machen, weil ich das mit meiner Klassenlehrerin habe. Ja. Das ist ganz erträglich eigentlich noch. Das war auf jeden Fall mein Video. Es war jetzt nicht allzu lang, weil ich denke mal zu viele Fragen, es wird dann auch langweilig. Und ja, freut euch auf das nächste Video. Das wird, glaube ich, mit Pauline sein. Ich würde sagen, macht es gut, haltet durch, bis die nächsten Ferien sind. Habt Spaß am Leben. Tschüss.